Hallo, liebe Pfeifen- und Tabakfreunde hier. Willkommen auf meinem kleinen Kanal. Ich melde mich heute eigentlich nur mal ganz schnell zwischendurch, denn ich habe ja einen Pfeifen-Neuzugang zu verzeichnen, und zwar einen Eigenbau. Ich habe wieder mal ein kleines Pfeifchen für mich gebastelt sozusagen, und das wollte ich euch jetzt einmal vorstellen. Und hier ist sie. Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen. Eine rustizierte Pfeife. Ein Fusselchen, das muss weg. So. Ja, ich habe mich einmal herangetraut und habe einmal rustiziert. Die Pfeife ist mit einem Cumberland-Mundstück versehen. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Diese schöne Maserung, die dieses Mundstück hat. Die Pfeife ist 9 mm gefiltert. Ich habe hier einen Ring mit eingearbeitet. Und ich zeige euch mal die Pfeife so. Ja, hier habe ich so eine kleine Applikation reingefeilt, um eben den Übergang vom Klatten zur Rustizierung ein bisschen abzusetzen. Hat mir ganz gut gefallen. Ja, ich denke, fürs erste Mal rustizieren ist es mir ganz gut gelungen. Das Mundstück habe ich auch zum ersten Mal selbst gebogen. Da ist noch ein bisschen Spiel nach oben. Aber es ist eine Handmade-Pfeife und ja, ich denke mir mal, es ist mir dennoch ganz gut gelungen. Fürs erste Mal bin eigentlich ganz zufrieden. Ja, jetzt freue ich mich natürlich, dieses Pfeifchen einzurauchen. Die hat auch eine Einrauchpaste, die habe ich auch reingemacht. Natürlich. Und ja, ich hatte einfach Lust dazu, jetzt mal auszuprobieren, ob ich das mit der Rustizierung hinbekomme. Das habe ich mit so einem Dremelwerkzeug und einem kleinen Fräser einfach ich habe jetzt kein Pfeifenbastelbauvideo gedreht. Da bin ich immer ein bisschen faul, muss ich sagen, dann die Kamera wieder umzustellen für den nächsten Arbeitsschritt. Vielleicht mache ich es irgendwann mal, wenn es jemanden interessiert. Ich habe noch ein Briere-Holzklötzchen hier. Ein kleines, da will ich demnächst auch noch mal ein Pfeifchen bauen. Ja, auf jeden Fall hier so das Endergebnis. Gebeizt dann mit Light Brown und Middle Brown abgesetzt. Und ja, so viel dazu. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit diesem Pfeifchen. Wie gesagt, es ist ein bisschen Luft noch nach oben, aber fürs erste Mal Rustizierung und Mundstück auch biegen dann über der Kerze ist es mir eigentlich ganz gut gelungen und wollte ich euch einfach nur teilhaben lassen jetzt hier an meiner kleinen Arbeit. Ich habe euch jetzt am Ende des Videos noch ein paar Fotos angehängt. Da seht ihr dann die Pfeife vielleicht auch noch mal im Standbild etwas ruhiger. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's schön, euer Marco.